richtig eingeschaltet. Es geht wieder los. Unser Carsten hat sich tolle Produkte rausgesucht für diese Sendung. Jedes Produkt kostet nur 15 Euro. Wir wollen Sie nicht länger auf die Folter spannen. Es geht schon los mit dem ersten Produkt und ich sage, es schlägt wieder 15. Da ist schon was los da hinten in der Ecke, aber das ist nicht Diana, die diese komischen Geräusche macht. Möchte ich dazu sagen, auch wenn sie zwischendurch das ist mein Köpfchen. Diana bringt gleich ein ganzes Rudel mit. Ist euch das aufgefallen? Ja, ja. Oh ja, danke schön. So, jetzt pass auf. Es geht um unseren Funktions... Ja, ist ja gut. Oh. Ich wollte dich ja nicht funktionieren. Man kann gar nicht anders als den süß finden. Aber es geht gar nicht anders. Diese Tönchen, die der von sich gibt. Ja, so. Bei dir kläfft er ja. Ich glaube, der möchte zu Tante Moni. Tante, ja. Tante Moni. Nein, du bleibst schön bei mir. Du bleibst schön bei mir. Du kriegst gleich dein Leckerli von Onkel Ingo. Ja. Ja, ja. Ja, ja, der hat dir extra was mitgebracht und dann wird ein bisschen gespielt mit dir. Ja, so. Der ist unglaublich süß. Was wollen wir sagen? Manchmal hat man keinen Platz oder keine Zeit, um mal ein echtes Tier dann anzusehen. Sieht nicht nur kuschelig aus, der ist auch noch so kuschelig. Und mit so einem kleinen Tierchen einfach mal so ein bisschen zu spielen, ist natürlich klasse. Ja, Körbchen, das ist der kleine Bruder. Ja, ja, die kommen aus dem gleichen Wurf. Wie heißen die denn? Das wissen wir noch gar nicht, oder? Was ist denn das eigentlich? Hast du Junge oder Mädchen? Das ist ein... Ich will jetzt nicht nachschauen. Aber es ist also so wie er kläfft, ist es ein Rüde. Du hast das Mädchen. Ja, ja. Komm zu Tante Moni, hier gibt's immer lecker. So. Ja. Ja, du bist hundefrei. Die Bestellnummer dafür ist die NX 8969 und natürlich die 569. Schauen wir mal, was uns Carsten als nächstes mitgebracht hat. Ich schläg wieder 15. Kommst du hier morgens zur Tür rein, weißt du? Ja. Es ist kalt hier, die Heizung geht aus, es hat 40 Grad im Studio, Erkältung. Original heute Morgen passiert. Ja. Original vor 5 Minuten. Damit ich das Gejammer endlich mal los bin, ja, habe ich gedacht, machst du mal eine Decke mit rein. Ja, Quatsch, du weißt das Spaß. Ja. Eine richtig coole Decke, eine schöne Mikrofaserdecke zum richtig Einkuscheln. Wenn ich sage Einkuscheln, dann meine ich Einkuscheln. Die ist 1,50 Meter breit und 2 Meter lang. Hat sogar noch eine separate Fußtasche, dass man da also auch noch mal die eiskalten Füße noch reinpacken kann. Hat 2 Taschen auf der Seite, mal für eine Fernbedienung, für ein Smartphone, was man eben so mitnimmt. Zack. Ja, so, Achtung, jetzt, zack, komm mal hier. Guck mal. Weißt du jetzt warum? Schau mal hier. Zack, richtig zack, zugepackt. So. Zack. Jetzt hat Diana zack, quasi die 37,99 Euro bis zu 5 Mal bestellen. Mit der ZX1111 und der 569 kann man sich auch ganz einfach merken. Rufen Sie schnell an. Die Preise gelten 2 Stunden oder bis das Kontingent alle ist. 11F klingt wie unser Funktionsplüsch. Aber wir machen sofort weiter mit dem nächsten Produkt für drinnen, fürs Badezimmer, was ganz Elegantes. Oh ja. Es schlägt wieder 15. Sowieso für den Moment eine etwas komische Zeit, so eine Übergangszeit. So typisches Aprilwetter draußen, tagsüber hast du 18 Grad oder 22 Grad, einen Tag später 8 Grad und Platzregen. Ist ja irgendwie alles mit dabei. So, und ich weiß nicht, wie es euch so geht. Ich habe am letzten Wochenende, am Ostersonntag, habe ich so bitterlich gefroren, dass ich mir irgendwann dachte, jetzt bist du satt, jetzt gehst du unter die heiße Dusche. Oh, ja. Und genauso habe ich das auch gemacht. Aber die Dusche habe ich mir zu heiß eingestellt. Ja, also bin ich drunter, habe erstmal verbrüht, dann drehst du wieder zurück, dann wird es wieder zu kalt und so weiter. Das ist schon doof. Und deswegen haben wir jetzt hier eine Art, beispielsweise der Anschluss dann eben für den Wasserhahn und da unten der Duschschlauch dran. Und wenn das Wasser durchgeht, sorgt der Dynamo dafür, dass hier Energie reicht. Kann das nicht. Ich nutze für diese Fälle Kaffee. Aber nicht so. Sommer kann ich das schon sowas machen, aber Winter... Das ist doch herrlich. So dass es auch jeder sieht, egal ob groß oder klein, gerade wenn man mit der Familie zusammen wohnt, dann sind ja die Größen auch manchmal unterschiedlich. Aber auch das nächste ist wirklich richtig toll, kann ich Ihnen nur empfehlen. Es schlägt nochmal 15. Ja, manchmal hast du es natürlich so ein Stück weit im Rücken oder die zieht es mal in die Beine rein. Ich habe ein Problem mit meinem Ich jetzt. Ich lasse es dir. Weil ich weiß, dass du drauf abfährst. Ja. Aber ich weiß, dass, glaube, Ingo hat das. Ingo hat es im Büro. Ganz kurz, seit 2 Monaten im Büro. Bevor wir darüber sprechen, ist unser Preisalarm, das heißt ein ganz besonderer Artikel, den Sie bitte nur einmal pro Besteller ordern dürfen. So viel zu erzählen können, wenn wir da so drüber sprechen. Ja, wenn man lange jetzt am Rechner sitzt oder lange über der Nähmaschine. Guck dir uns mal an, wie wir hier sitzen. Ich sitze schon wieder Wasser, so. Oder? Immer die Schulter immer, nach vorne. Genau. Dass das irgendwann mal auf den Rücken gehen muss, da muss man kein Arzt also, für sein. Ohne Spaß, ich sitze so. Ja. Das ist, wenn ich wirklich... Nee, pay nicht so viel Attention, guck mal, so. So, ja.
Das ist schon falsch. Schon ein bisschen. Ja. Jetzt pass auf, okay. Achtung. Unterschied wie Tag und Nacht. Zack, einfach mal draufgesetzt. Geht bei jedem normalen Stuhl übrigens. Wow. Ah. Das ist echt wirklich. Da fühlt man sich direkt so, animiert, auch mal schon, den Rücken durchzudrücken. Ich kann schon nicht so sitzen. So. Sieht auch viel eleganter aus gleich, ne? Ja, sieht echt viel besser aus. So ein bisschen aus. Was von der Royal-Familie komme ich, ne? Stück weit, ja, oder? Stimmt. Ja? So. Also, Spaß beiseite, ist natürlich ein Thema, auch mitunter mal im Orthopädie-Fachgeschäft. Jetzt könnte aber davon ausgehen, dass Sie so ein Memory-Foam-Kissen für die 15 Euro wahrscheinlich in einem klassischen Fachhandel für Orthopädiebedarf und so weiter wahrscheinlich nicht bekommen werden. Ihr habt noch nie danach geguckt, sage ich Ihnen ehrlich, aber 15 Euro halte ich für völlig ausgeschlossen. Sowas mal auf den Bürostuhl gelegt oder mal auf Ihren Lieblingsplatz, da wo Sie gerne mal sitzen, wo Sie Handarbeiten und dergleichen machen, wo Sie Ihre Kreuzworträtsel lösen, wo Sie vielleicht am Rechner sitzen oder auch beispielsweise mal im Auto. Ja. Ein Automodell hat da also auch vielleicht nicht unbedingt diese ergonomischen Sitze mit drin. Mhm. Bei einer langen Autofahrt hat man auch so das Problem, man kennt das, wenn man aussteigt, muss man immer den Rücken gerade machen. Oder die Oberschenkel. Oder die Oberschenkel schlafen dir so ein, wenn so das Blut nicht mehr so richtig schlägt. Die Oberschenkel schlafen. Und auch für mich, für Auto, ich fahre sehr, sehr oft auch ein bisschen weit nach Hamburg, nach Freiburg. Ja. Und ehrlich zu sein, ich bin auch... Wie unser Memory-Foam-Kissen, die gehen immer sehr schnell weg, weil die jeder haben will und das ist wirklich ein unglaublicher Preis. Testen Sie es einfach mal. Sie werden auch, wie ich, begeistert sein. Das war unser Memory-Foam-Kissen. Wir machen schon weiter und gehen in die Küche. Es schlägt wieder 15. In der Pfingstbäckerei ist nächstes. Ja, an sich ist die Pfingstbäckerei angesagt. Und ich behaupte mal, den Artikel, den wir jetzt für Sie haben, ich lasse ihn dir, weil ich weiß, dass du deutlich besser backen kannst als ich. Den braucht man, glaube ich, in jeder Küche, in jedem Haushalt. Irgendwo mal so einen leckeren Muffin mal zubereiten, mal einen schönen Teig oder was zubereiten, muss man immer machen. Sie kennen das so, die Kneterei mit den Fingern, die geht ganz schön auf die Gelenke. Oh, das ist nicht unbedingt jedermanns Sache. Oder mal so ein Rührkuchen oder sowas. Und wenn es nur mal eben so eine Kuchenmischung oder irgendwie sowas ist, mal anrühren. Ja, das davon sauber gemacht. Hat insgesamt 5 Stufen plus noch mal eine Turbostufe. Und Geräten in dem Bereich kenne, habe ich, glaube ich, schon die unterschiedlichsten Dinger gesehen. Ich glaube, wir hatten früher bei uns mal so ein komisches orangefarbenes Ding. Nur das ist 30, 40 Jahre her. Mhm. Ja. Aber unterm Strich genauso lange kennt man diese Teile schon. Lässt sie natürlich denkbar einfach raus. Eben die Knethaken reingepackt. Manch einer backt auch sein Brot gerne selber bei Glutenunverträglichkeit und dergleichen. Wird das gerne mal gemacht, mal eine eigene Backmischung oder sowas anrühren. Ja, nur den Teig kneten ist natürlich immer so eine Sache für sich. So, jetzt ist wieder die Zeit der Kuchen gekommen und wenn man da mal was Leckeres zubereiten möchte, ist das genau das, was man braucht. Ja. Es ist Zeit für Kuchen. Es ist, glaube ich, lange her. Langsam habe ich auch schon Lust, ja. Wie lange ist das aber jetzt her? Aber zwei musst jetzt, du jetzt immer warte backen, mal, was haben wir jetzt? Was ist für besonders April. Jetzt? Apfel. Pfingsten. Ja. Nicht April. Oh, Montag ist der 7. April oder der 8. Da muss man immer Kuchen das backen. Das ist Tag des Kuchens, oder? Der internationale Tag. Jeden Tag. Welchen Kuchen denn? Geschwindigkeitsstufen für nur 15 Euro. Ist wirklich super, aber was braucht man dann, damit man auch seinen Kuchen bei sich behält und dass den keiner klaut? Eine Überwachung und die haben wir jetzt auch noch für Sie. Es schlägt wieder 15. Einer der grandiosesten Übergänge in der Fernsehgeschichte. Das war Grimme-Preis. Fantastisch. Ja, ganz genau. Wow. Wie stellen Sie sich zu Hause eine Überwachungskamera vor? Ja? Ungefähr so. Ja? Also wenn mir einer sagen würde, beschreib mir mal eine Überwachungskamera, die hängt irgendwo an einem... Ja, die ist doch echt. Das ist eine Überwachungskamera. Guck mal, das leuchtet noch. So. Für 15. Wenn eine Überwachungskamera interessant wird, auch schon auf eine größere Distanz sehen kann, aha, Achtung, hier wirst du Kamera überwacht. Also mit anderen Worten, Abschreckung pur. Ja. Jetzt verrate ich Ihnen was. Roland hat einen Bewegungsmelder sogar mit drin. Also Sie sehen, wie funktionstüchtig diese Kameraattrappe wirklich ist. Wenn Sie hier den Bewegungsmelder zuschalten, ertönt sogar ein Signalton, ein Warnton mit 85 Dezibel. Kann man hier mit der Fernbedienung zu- oder abschalten. Lassen wir jetzt mal, weil es wirklich sehr, 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 sehr laut ist. Aber das sorgt natürlich jetzt für eine hundertprozentige... Dieser Kameraattrappe mache. Wir haben alle Wertgegenstände bei uns im Vorgarten. Ja, ich denke an Fahrräder, solche Sachen. Oder natürlich wissen, ob wir überhaupt Fahrrad fahren können. Und was brauchen wir dazu, das zeigen wir Ihnen jetzt. Es schlägt das letzte Mal 15. Hier etwas neutralerer Übergang auf einen Artikel, den wir kurzfristig ins Programm mit aufgenommen haben. Aufgrund des großen Erfolgs, aufgrund der starken Nachfrage bei Ihnen zu Hause, zeigen wir Sie, glaube ich, in dieser Woche zum zweiten Mal in der 1515-Show. Aber das ist natürlich jetzt auch mal eine super Gelegenheit
für die Herrschaften, die vielleicht leer ausgegangen sind beim letzten Mal. Ich weiß, beim letzten Mal war das Kontingent komplett vergriffen. Jetzt haben wir noch ein kleines Kontingent für Sie. Es geht um Steckdosen, Mehrfachsteckdosen. Wird jeder zu Hause haben, werden die meisten wahrscheinlich auch brauchen. Im Fernsehbereich, in der Küche, im Computerbereich. Da brauchst du immer nicht nur eine Steckdose, da brauchst du gleich mehrere. Aber wie wir alle wissen, da erzähle ich Ihnen nichts Neues, ist der Strom im Moment sündhaben und den nutzen Sie nicht, aber gleichzeitig eine Stehlampe oder eine Uhr oder was da steht, die permanent mit Strom versorgt werden sollen, super, aber der Computer, der Monitor, der Drucker und so weiter muss natürlich jetzt nicht dauernd mit Standby-Strom versorgt werden. Das sind also auch etliche Dutzende von Euro im Jahr, die dafür quasi für die Katz rausgeballert werden. Schalten Sie die ganz einfach ab und damit Sie nicht großartig krabbeln müssen, haben Sie diesen Taster, diese Fernbedienung, nennen wir es mal so, zur Hinlegen, unterm Tisch beispielsweise. Und wenn Sie fertig sind mit Arbeiten und den Computer komplett vom Stromnetz trennen möchten, genauso wie den Monitor und den Drucker, drücken Sie einfach kurz mit dem Fuß auf den Funktaster und dann sind die 4 Steckdosen komplett vom Strom getrennt. Wenn Sie wiederkommen und wieder einschalten möchten, drücken Sie einfach nochmal drauf, dann sind die Steckdosen wieder mit dem Strom verbunden. Gleiches gilt natürlich auch im Fernsehbereich. Nochmal, die 4 kann man ganz einfach mit der Funkfernbedienung zu- oder abschalten, komplett vom Strom trennen oder eben ins Stromnetzwerk einbinden, diese beiden Strom ist. Und gerade so im Entertainment-Bereich, wir haben das vor 2-3 Wochen, haben wir mal so eine Statistik bekommen, da stand drin, dass eine moderne Spielkonsole in diesem Standby-Modus, dass man sofort wieder ins Spiel einsteigen kann, 200 Watt braucht, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ja, das 5 Stunden 1 kW. Klasse. 5 Stunden, 50 Cent. Ganz, ganz einfach hier. Ja. Ne? Ja. Das kann man hiermit wirklich umgehen und vor allem sehr komfortabel mit diesem Schalter. Man muss nirgends hinklettern und die Stecker alle einzeln rausziehen. Ganz, ganz einfach. Unsere Funksteckdose hat die Bestellnummer. Hier steht sie, Moment. PX8337569. Das wollte ich auch gerade sagen. Das war sie wieder, unsere 15:15-Sendung. Gibt's jeden Tag, Sie müssen jetzt schnell sein, sichern Sie sich Ihr Produkt und wir machen weiter mit normalen Pearl-TV-Programmen. Tschüss.